Tabellenkasten Dudes und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assetto Corsa. Heute geht es weiter mit dem wunderschönen BMW M3 E92 in der Drift-Variante. Und by the way, ich habe absolut keine Ahnung, was diese Drift, also was dieses Drift dahinter zu bedeuten hat, weil ich glaube, jeder BMW geht von Haus aus quer. Und wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich irgend so ein Rennfahrzeug, so GT3-Umbau oder sowas. Naja, Strecke sind die Highlands, die schottischen Highlands. Mal gucken, wie wir uns da schlagen werden. Ich dödel hier nur kurz auch. Nee, warte mal, ich will Reifen ändern. Denn ich glaube, die Street machen eine bessere Performance. So, achso, ich sehe es gerade unter Eventstufen. Es sieht vielleicht so aus, als da irgendwas zensiert wurde. Ist es auch, denn ich bin im Training, ja, so, ich glaube, exakt anderthalb Runden Training gefahren und dachte mir so mitten, ja, im Trainingsmodus, ey, hol dir was zu trinken. Ich kam wieder, Zeit lief runter, ich habe auf Verlassen gedrückt und es wurde eingespeichert. Was oder was für eine Punkte eingespeichert wurde, keine Ahnung, ich sehe es ja nicht mehr, ist ja zensiert. Von daher, was stand da noch? Ich glaube 10.000 waren Gold, 5.000 kriegst du Silber und 2.000 ist Bronze. Komm, wir machen mal in der Außenperspektive einen Pistmann-Start. Ja. So kann man aus seinem Dorf, nachts um 0 Uhr kann man so schon mal seine Ausfahrt verlassen. Ja, der Feed ist ja, wäre glaube ich besser, oder? Oder auch nicht? Leute, was war denn da los? Das hat scheiße angefangen, war in der Mitte gut und zum Schluss war es recht okay. Um hier, Highlight des Spiels. Einmal 180 Grad um die Burg. Und ein Walltap, der ja wahrscheinlich meine ganze Aufhängung gebumst hätte. Aber naja. Ist ja, ne? Ist just a game, Bro. Kriegen wir hier noch ein Sahnetriffchen? Ja. Ah, kurz ein aggressiver Drift hinterher. Let's go. Da kennt er nichts. Oh, das wird doch. Oh, die Kurve macht doch ein bisschen enger als gedacht. Egal, wir gehen weiter in den Drift. Das. Okay. Nee, gehen wir doch nicht. Gehen wir doch. Alles gut. Ruhig bleiben, ey. Ja, Power Drift. Und wieder ganz normal auf die Straße fahren. Powerdrift! Nein! Oh Gott. Oh, der Power wird sauer auf sein. Ganzer Zaun ist drin. Oh fuck, ich wollte eigentlich die S-Kurve so richtig hier damit nehmen. Aber egal, es gibt ja noch eine zweite Runde. Versprochen. Denn, Leute, gleich haben wir eh die. Also wir können theoretisch bis in uns endliche driften, denn statt diese krasse Rechtskurve zu fahren, die wir gefahren sind, können wir nach links abbiegen zu einem Kreisverkehr. Und Leute, Kreisverkehr, wer Champions Videos kennt, Kreisverkehre sind krass. Die können alles. Und erstmal geht es noch einmal links. Ja. So Leute, schnallt euch an. Schon mal die Boxen auf, gleich kommt richtig krasse Türk-Drift-Musik. Das, Ladies and Gentlemen, ist ein Kreisverkehr. I show it to my left and not to my right. Ich könnte schon mal. Okay, komm. Gleich kommen die Monster-Drifts. Tokio-Musik in 3 oder Tokio-Drift-Musik in 3, 2, 1, go! We'll be right back.
Ja, das können wir jetzt den ganzen Tag machen und am Ende des Tages hast du einfach 1 Million Punkte entwiftet. Eine letzte Runde machen wir noch und dann geht's wieder weiter auf die Strecke. Guck, was haben unsere Reifen? Okay, 170 Grad hinten. Ich glaube, das kriegen wir jetzt noch ein bisschen wärmer. Nee, das Auto will jetzt überhaupt nicht mehr um die Kurve. Interessant. Schade. Okay, das war jetzt aber doof von mir. Komm schon. Ja. Haha. Das war doch gut. Das war doch super. Das war doch super. Komm, jetzt aber mit viel zu heißen Reifen um die Burg herum. Es will nicht. Seit wann will ein BMW nicht quer gehen? Es ist eine Fehlkonstruktion. Ganz klar. Ganz klar, es ist ein Fehler. Es ist einfach ein Produktionsfehler. Ah, doch nicht. Doch nicht. Es reißt sich zusammen. Es will wieder quer. Oh Leute, ich brauche einen Führerschein. Ich versuche, wie ein Mist damit machen. Holy. Oh. Okay, ich brauche doch keinen Führerschein. Oh, nee, das lassen wir. Oh, das lassen wir lieber. Hi. Oh, haben wir einen Sandkasten unter den Reifen? Muss mal nachgucken. Nee? Ist so ein bisschen Schmutz. Okay, viel zu steiler Drift. Wie so eine viel zu unsteile Kurve. Ah, das war ja... Uiuiui. Oh krass, wir haben 16 Sekunden dazu bekommen. Holy shit. Nein! Das waren richtig nice Points. Da machst du ja absolut nichts gegen. Scheiße, ich würde eigentlich nochmal in den Kreisverkehr rein. Okay, jetzt heißt es durchdriften und kein Mist machen. Was mache ich denn da? Oh nö, ich hasse mich selber. Aber hey. Wir haben Gold geschafft, genau wie in meiner Trainingsrunde. Jetzt kann ich es ja spoilern. Ich war sehr überrascht, dass die Goldpunktzahl auf 10.000 herabgestuft wurde, denn sonst ist es ja immer auf 25.000. Aber naja, ich glaube, damit lässt sich's leben. Ich glaube, damit lässt sich's wirklich leben. Ich bin gespannt, was ich da als Wiederholung reinschnippeln werde. Wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das, wie gesagt, wie auch im letzten Video. Vielen super Dank, dass ich euch unterhalten durfte. Und ja, wenn es euch wirklich gefallen hat, ne, dann könnt ihr ruhig auch die nächste Folge anschauen. So ist es nicht. Von daher würde ich sagen, Leute, ich bin raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.